Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. In der letzten Folge haben wir Bengel Morgue besiegt, unser eigenes Lichtschwert gebaut und das zweite, das wir vorher bekommen hatten, auch gleich noch mit ausgerüstet und dieses komische Viehhüter der Schmiede besiegt. Also ich habe mir das mal angeguckt. Der Weg zurück ist ganz schön lang. Hier, da müssen wir dann noch durch und dann dahin und dann hier da lang latschen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir machen jetzt eine Schnellreise zu dem Frontlager da. Ja. Dahin machen wir jetzt eine Schnellreise. Einfach weil das echt enorm viel schneller geht und ich jetzt zu faul bin zu laufen. So. Und dann haben wir hier halt diese eine Quest, die wir gleich abgeben können. Die Matriarchinnen und Patriarchen der Horrans haben ein charakteristisches Heulen, wenn sie sich paaren und wenn sie sterben. Ich habe das Echo in den Ruinen gehört. Ich sehe jetzt schon weniger von den Biestern durch das Gebiet streifen. Ich danke euch. Wenn wir in unserem eigenen Hinterhof nicht für Ordnung sorgen können, welche Hoffnung bleibt dann der Galaxis? Da habt ihr recht. Gehabt euch wohl. Und wir haben Gamaschen des Wächters bekommen und die sind auch noch mal besser als das, was wir momentan haben. Zuneigung, ja, weiß ich. Deswegen ziehen wir die mal an und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Deswegen behalten wir das so. Ohne irgendwelche zusätzlichen Schickimicki-Sachen. So, jetzt haben wir hier einen Stimmhändler. Was für einer ist mir eigentlich sogar egal. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir noch. Das ist eine Modifikation. Ja, wie kann ich hier? Damit kann man so Sachen modifizieren. Wir haben auch eine Quest, soweit ich weiß, ja, die da. Die uns das erklärt. Und zwar ist die auch beim Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Deswegen fliegen wir da jetzt mal hin. So. Mit dem Taxi. Brumm, brumm. So, und ich... Da ist eine neue Quest. Ha, es ist wieder Liam Dentiri. Es war klar. Das ist der Typ mit dem... Dingen sind's da. So, jetzt können wir hier Sachen modifizieren. Dazu muss ich die aber erstmal nicht mehr ausgerüstet haben. Deswegen. Ja, dann nehmen wir halt erst die Sekundärwaffe raus und dann die Primärwaffe. So. Und jetzt können wir hier modifizieren. So, das ist das Lichtschwert des Wächters. Du hast. Wir haben bis jetzt nur diese eine Modifikation. Das heißt, die hier macht 5 Stärke und 1 Ausdauer und die hier macht 6 Stärke und 2 Ausdauer. Wir werden jetzt aber mal gucken, das ist das Lichtschwert. Jetzt haben wir hier noch das normale Lichtschwert. Das hat nämlich noch gar keine Modifikation da. Aus diesem Grund packen wir die da rein. So. So. Jetzt wenden wir das an. Und dann haben wir unser Lichtschwert noch ein bisschen modifiziert. Und dann ist das Lichtschwert die Haupthand und das Lichtschwert des Wächters die Nebenhand. Das ist richtig so. Ja, ist richtig gut. Dann denke ich... Hallo, hier war doch noch... War das nicht das Teil hier? Wo wir die Quest machen sollten? Ach so, das ist das Teil daneben. Das hier. Genau. Und da halten wir sogar noch eine Kühnheitsverbesserung. Ich weiß gerade gar nicht, für was die ist. Egal, ich glaube, die ist auch für die Lichtschwerter. Insofern. Ups. Insofern werden wir. Wir nehmen jetzt das normale Lichtschwert. Weil. Ja, hier, guck, das kann da rein. Jetzt haben wir. Jetzt ist das auch vollständig aufgewertet. Und das andere hat auch überall Verbesserungen. Ja, so. Genau. Dann geht es jetzt zu Liam Dentiri, um noch so eine weitere komische Prüfung dazu machen.
In Ordnung. Das war's. Ihr zerstört diese Droiden schneller, als ich sie reparieren kann. Aber wir haben eben die aktuellsten Kampfsimulationsdaten von der Republik erhalten und sie mit den Daten eurer früheren Kämpfe kombiniert. Keine leichte Aufgabe. Aber wenn ihr es schafft, gibt es nichts mehr, was wir euch entgegenstellen könnten. Ihr werdet qualifiziert sein, republikanische Truppen in den Kampf zu führen. Okay, dann machen wir das mal eben. Das ist jetzt Mark 5, Alter. Das ist schon das fünfte Mal, dass wir sowas machen. Da. Uiuiui. Ja, war eigentlich klar, dass es eine Elite wird. Da braucht man eigentlich nicht überrascht zu sein, finde ich. Aber er ist auch für eine Elite, finde ich, nicht sonderlich stark. Bug Credits, ist doch ganz schön. Ein Heim brauchen wir jetzt nicht, weil hier sowieso keine Gegner sind. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zu Liam, den Tieren. Unglaublich! Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Ihr seid mehr als qualifiziert, um republikanische Soldaten in den Kampf zu führen. Hier ist eure Zertifikation. Ich gratuliere. Das war erstaunlich. Okay, da behalten wir erstmal noch einen Erfahrungsschub. Dann Handschuhe des aufstrebenden Ritters, die besser sind als unsere jetzigen. Noch eine Auszeichnung. Und da diese Handschuhe besser sind als unsere jetzigen, ziehen wir die jetzt mal an. Und die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Vor allem sind sie die entsprechenden zu der Jacke, die wir haben momentan. Aber aus irgendeinem Grund passt er das hier gerade noch nicht an. Hatte ich da was drinnen? Nee, habe ich nicht. Das sollte eigentlich jetzt so aussehen. Aber gut. Und jetzt werden wir gleich zum Jedi-Rat gehen. Aber vorher können wir uns, glaube ich, noch ein paar Skills holen, seit wir Stufe 10 sind. Und deswegen werden wir das ja jetzt mal als erstes machen. So, sind wir Ebene 2 und dann rennen wir hier zu unserem Augenspieler. Der war hier und da ist er. Ich kenne den Weg schon auswendig. Cool. Meister Muheda. Der Gebrauch des Lichtschwerts. Jetzt haben wir erstmal Hieb, Rang 4. Das ist nicht schlecht. Und jetzt gibt es hier nochmal immer entsprechend zu der erweiterten Klasse so Sachen. Eiferschlag trifft das Ziel mehrfach mit beiden Lichtschwertern. Oh, cool. Er fordert 2 Lichtschwerter, aber das macht ja nichts. Haben wir ja. Dann Zen. Er fordert 30 Zentrierungsstapel und wandelt sie um, um in den Zen-Zustand zu gelangen. Hält 6 Ladungen an. Dieser Effekt variiert nach aktueller Lichtschwertform, Shishou-Form. Erzeugt sofort 4 Fokus und in den nächsten paar Sekunden weitere 8 Fokus. Yu-Yu-Form, Ataru-Form haben wir nicht. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, und dann haben wir Zurechtweisen, reduziert jeglichen erlittenen Schaden um 20% und verursacht 31 Energieschaden bei Angriffen. Dieser Effekt kann nur einmal pro Sekunde auftreten, hält 6 Sekunden lang an. Zurechtweisen wird bei einem Angriff auf die volle Dauer zurückgesetzt. Doch dieser Effekt kann höchstens 30 Sekunden lang anhalten. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Wir können jederzeit zusammen üben. Jetzt, das hier hatten wir bekommen. Das ist ein ganz normaler Schlag, denke ich. Kommt dann hier hin. So. Und die beiden, ja, bleiben da jetzt. Wir ziehen das hier nach da und Zen, glaube ich, nach da. So. Und das dann nach da und das nach da. So. So. Und jetzt werden wir zu dem Rat der Jedi gehen. Hier ist noch so ein Wissensobjekt-Ding. Das habe ich immer nicht gesehen, aber das schaltet einen Codex-Eintrag frei. Und es gibt halt eine Menge EP. So, könnt ihr euch durchlesen, bla bla. So, danke, tschüss. So, dann öffnen wir das mal und gehen zum Jedi-Rat. Die Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung, aber ohne Bengel als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein.
Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. Der Feind hat Schwachstellen in unserer Sicherheit gefunden. Wir müssen uns gegen ein zweites Coruscant wappnen. Ich stimme zu. Wir haben jetzt Sorgen jenseits der Fleischräuber. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Matriarchin hat mich an Bengel verraten, aber sie hat sich ergeben und unserem Urteil unterstellt. Dein Verdienst, denke ich. Gute Arbeit. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfehlt ihr? Wir haben Instabilität verursacht, weil wir ihnen die Hilfe verweigerten. Das muss sich ändern. Was Meister Orges geschehen ist, ist unverzeihlich. Aber wenn wir verzeihen und mit ihnen zusammenarbeiten, könnte das beiden Gemeinschaften förderlich sein. Dieser junge Jedi hat ein gefallenes Mitglied unseres Ordens gefangen genommen und den Tempel vor der Zerstörung bewahrt. Ich sehe keinen Grund, weshalb er länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ihr kamt als Padawan auf Typhon an, doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. Ich verspreche, die Werte der Jedi und der Galaktischen Republik zu wahren. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Wir sind ein prima Team. Ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ihr nicht zusammenbleiben solltet. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiwix. Meister Orges, alle. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Was kann schlimmer sein als ein gefallener Jedi, der uns angreift? Das gilt es herauszufinden. Die Sicherheit der gesamten Republik steht auf dem Spiel. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan solltet zu Meisterin Kiwix nach Coruscant. Kommt so schnell es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiwix, Ende. Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Ich werde sofort aufbrechen, Meister. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Stets. Sehr schön. Und wir würden hier jetzt ein paar Credits bekommen, wenn wir nicht kein Abonnent wären. Und ich glaube, wir haben da oben einen Erfolg freigeschaltet, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir kriegen ein paar Credits, Erfahrungspunkte, helle Seitepunkte und Zuneigungsgewinn von T7. Das ist gar nicht so schlecht. Dann, ja, das Vermächtnis. Öffne das Vermächtnisfenster. So, wir können jetzt hier ein neues Vermächtnis erstellen, sozusagen ein Familienname. Und ich glaube, wir nennen das Ganze mal Bad LP. Erstellen. Ungültiger Name. Dein Name enthält ungültige Zeichen. Wahrscheinlich darf da keine Lücke drin sein. Dann machen wir es so, ohne Lücke. Erstellen. Dein Vermächtnisnachname wird von allen Charakteren auf diesem Server geteilt, du kannst dich jedoch entscheiden, ihn nicht anzeigen zu lassen. Vermächtnisnamen bestätigen, ist okay. Gut. Jetzt haben wir hier einen Stammbaum. Das ist bis jetzt der einzige hier. Wenn wir vielleicht nochmal neue kriegen, dann können da noch Sachen dazukommen. So Charaktervorteile, das sind so solche Sachen. Zum Beispiel hier die Gleiternavigation kannst du normalerweise, ich glaube, ab Stufe 20 oder so haben. Dann, wenn ich das kaufen würde, könnte man es schon ab Stufe 10 haben.
Ich kann hier mal gucken, wie viele Credits. Ich habe aber 6500 nur und das braucht 40.000. Insofern, das wird noch ein bisschen dauern. Aber dann kann man alle Gleiternavigationsstufen auch noch früher halt haben. Das Vermächtnis steigt jetzt auch auf. Da ist hier unten so ein Balken mit Erfahrungspunkten. Und du kannst hier echt eigentlich alles quasi verbessern. Ruf. Ja, das Vermächtnis ist auf jeden Fall, gibt ganz viele Sachen hier. Also, ja, das kann ich nicht alles zeigen. Ich kenne mich damit auch nicht wirklich gut aus. Aber ich finde den Stammbaum halt ganz schön. Und wenn du dann noch neue Charaktere dazu kriegst, dann kannst du sagen, das ist die Tochter oder der Sohn oder, keine Ahnung, Verbündeter, Rivale, was auch immer von dem. Naja, da die letzte Folge ja etwas länger war, denke ich, wird das hier jetzt eine etwas kürzere Folge und wir machen hier Schluss. Und für nächstes Mal versuche ich mir mal eine Gruppe zu organisieren, die hier mit mir die Kammer des Redens macht. Bis zum nächsten Mal.